Einen wunderschönen guten Tag, und für drei Leute unter euch wird der Tag heute noch ein bisschen schöner. Und zwar, die Rede ist von den drei Gewinnern von meinen 300 Abonnenten Gewinnspiel. Ich begrüße euch zur Auflösung dazu. Ja, kommen wir gleich zur Sache, und zwar die Gewinnspielfrage lautet ja: Wie viel denkt ihr denn Hühnerställe besitze ich denn insgesamt? Ja, klappern wir nochmal die Farm an, damit dann zum Schluss keiner sagen kann, vielleicht hast du da noch irgendwo welche versteckt. Hier, also hier ist keine. Dann gehen wir nochmal auf die Walderlichtung. Ich habe natürlich nicht null, alle anderen sind dann im Inventar dementsprechend. Und hier nochmal auf meine Farm, auch wenn es das Ergebnis dann nicht beeinflussen würde, wenn hier irgendwo stehen würden. Denn ich habe insgesamt, ich habe die 300 Abonnenten-Marke geknackt, mittlerweile sind es sogar schon 313, also Wahnsinn, vielen Dank dafür. Und da habe ich mir mal gedacht, ich bin mal so lustig und kaufe zum Spaß genau so viele Hühner ein, Hühnerställe ein, dass ich genau 300 Hühnerställe habe. Hier sind sie, also das ist, wäre die exakte Antwort gewesen, 300 an der Zahl habe ich. Und einige haben es quasi riskiert und haben mehr getippt. Im Durchschnitt war, glaube ich, so der Tipp auf 20 bis 30 Hühnerställe. Einige haben es gewagt und dementsprechend auch oder was gewonnen. Und auch sind nebenbei dazu gesagt, einige haben ja halt auch versucht, doppelt und dreifach und sogar vierfach teilzunehmen. Aber ja, das sehe ich übrigens, wenn ihr da versucht, mehrmals teilzunehmen. Zum Beispiel auch auf meiner Seite sehe ich es ja, dass es immer mit der eigenen IP-Adresse einkommt. Und ja, jeder PC eine eindeutige IP-Adresse, ja, weiß ich ja, dass es zum Gleichen abgegeben wurde. Das ist nebenbei dazu gesagt, die sind natürlich disqualifiziert. Aber ja, Regeln sind Regeln, und zwar aber jetzt zu den Gewinnern. Wer hat denn, wenn ja, was gewonnen? Und zwar Platz 3. Und dementsprechend ein Baum nach Wahl aussuchen, den er dann am nächsten Giftenschwert bekommt. Schreibe ich natürlich auch mal. Darf sich freuen, beziehungsweise aussuchen. Der oder die, machen wir spannend, cooler 1987 oder 1987 mit dem Tipp von 132 Hühnerställe. Glückwunsch dazu. Platz 2 darf sich hier einen Stall nach Wahl aussuchen. Das kann, wie gesagt, wirklich alles Mögliche sein. Kann auch ein Hühnerstall sein, wenn du das willst. Ist, gewinnt der oder die? Wer gewinnt? Futurix 52112901. Glückwunsch dazu mit dem Team von 185 Hühnerstellen. Aber noch geschlagen vom Platz 1. Und zwar darf, dieser Herr kenne ich ja, habe ich in meiner Nachbarliste. Kenne ich vielleicht auf YouTube auch. Vases Zero Tasche alias auf Infamarama Bluefire 89 mit dem Tipp von 211 Hühnerstellen sich aussuchen, was immer du gewinnen möchtest. Such es dir aus. Das kann also ein Item sein, das kann Stall sein, das kann Baum sein. Bitte nimm den Vogelbeerbaum mit. Nimm ihn mir ab. Ein so bescheuerten habe ich. Kannst du gerne nehmen, wenn du willst. Wie auch immer. Gewinnt also Platz 1, Glückwunsch an der Stelle eben hier. Alle drei natürlich Glückwunsch dazu. Und ja, wie gesagt, ich schreibe euch natürlich dann noch im Laden in der Kommentare zusammenschreiben, was ihr denn gewinnen wollt. Oder ihr schreibt mich an, oder wie auch immer. Glückwunsch auf jeden Fall an dieser Stelle. Danke für die vielen zahlreichen Teilnahmen. Also wirklich, ich glaube, kein Gewinnspiel haben so viele Leute teilgenommen. Ich glaube, schlussendlich waren es um die 50 oder so, oder wenn nicht mehr. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Wie auch immer, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an die Gewinner. Und ja, abonniert mich schnell, bis ich 400 habe, dann gibt es wieder so ein tolles Gewinnspiel. Spaß. Dann gibt es ein Gewinnspiel. Wie immer. Gut, dann war es das von diesem Video dazu, und von daher euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.